Ja, vielen Dank, liebe Community. Ich finde es einfach genial. Nicht nur bei Minecraft, sondern auch bei Altes Life und Arma gibt es vernünftige Kommentare. Und einen davon wollte ich jetzt mal zum Anlass nehmen, meine Powerlandung noch ein bisschen zu perfektionieren. Und zwar meinte einer der Zuschauer, mache doch einen Looping. Ja, passt mal auf. So, oh, ein bisschen Geschwindigkeit aufnehmen. Wir nehmen da hinten das Ende des Flugfelds als Landeplatz so ein bisschen ins Visier. Diese Linien, die da hinten so quer überall sind. Noch ein bisschen Power hier machen. Dann gehen wir mal runter auf 30 Meter, damit das also... ein bisschen zu viel runter, aber gut, ist ja kein Problem, können wir auch mal machen, das 200 sowieso, also wie auch immer. Und jetzt machen wir den Looping, aber gleichzeitig Y-Taste drücken, Y-Taste drücken, Y-Taste, Looping, 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 Looping. Und jetzt gleich die X-Taste, wenn er gerade steht. So, X-Taste drücken. Jetzt sind wir bei 70 Meter gelandet. Ja, also ziemlich schnell geflogen, aber wir haben im Grunde kaum über das Ziel hinaus und wir haben nur 70 Meter an Höhe gewonnen. So, jetzt das Looping einreichen, starten und deutlichen Kurs machen und jetzt das X und natürlich weiter runter, ist klar. Dann landen wir auf die Art, ich würde mal sagen, punktgenau. Immer schön Gas geben. Immer schön Gas geben. Aber bitte schön aufpassen, dass er da hinten nicht zu weit rüberkommt. So, jetzt den Looping für den ersten Punkt einreichen hier. Spur gewinnen lassen, erst Spur gewinnen lassen und jetzt das X drücken und weiter sinken, logischerweise. Passt. Würde ich mal meinen. Also, das ist wie gesagt eine Frage des Übens und ja, kriegt man halt hin. So, jetzt machen wir mal eine Bodenlandeübung für Truppen. Und zwar... Also zunächst einmal fliegen vor unserem Bodenlandetruppplatz weg, damit wir dahin fliegen können. Dazu zeige ich euch direkt noch mal kurz ein Wendemanöver mit dem Heli. Und zwar ganz einfach hier mal einmal kurz ein Looping. Ja, hoch, rauf, 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 rum. Wenn er oben ist, Rolle. Ja, ihr seht, dann ist er quasi schon auf Kurs. Dann müssen wir jetzt nur noch wieder da hinten zu unserem Waypoint. Ihr seht den. Man muss jetzt drei Zahlen im Kopf haben oder nicht sozusagen im Blick haben im wahrsten Sinne. Und zwar einmal die Höhe, einmal die Geschwindigkeit und natürlich den Abstand zum Waypoint. Das Problem mit dem Abstand ist, der ist sehr schlecht zu sehen. Deswegen machen wir jetzt mal hier in der Art, vielleicht, dass man das hinter im Video nochmal gucken kann. Wie denn der so mal rum. Und wenn er Spur hat, das X drücken und weiter sinken. Dann werden wir jetzt hier mal ganz schnell unsere Truppen absetzen. Mal gucken. So. Go, 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 go. Und sofort wieder abheben, damit der Helikopter nicht von feindlichen Einheiten irgendwie geschädigt wird. So, jetzt möchte ich euch noch eine weitere Version des sehr schnellen, extrem schnellen Landens zeigen, aus großer Geschwindigkeit, zum Beispiel auch in niedriger Höhe natürlich, also das machen wir jetzt mal ganz bewusst hier, sehr niedrig fliegen und dann jetzt gleich, wenn wir dann soweit sind, mal den Looping gleichzeitig nach unten, also Y-Taste. Und wenn ihr oben sind, müssen wir gucken, dass es möglichst 0 ist oder möglichst nah an 0. Dann rotieren, X-Taste drücken und weiter runter natürlich. Und dann sind wir sehr, sehr nah an unserem Punkt, wo wir denn landen wollten. Und ich würde mal sagen, also das ist für die Zeit, in der diese Landung stattgefunden hat, echt super schnell. Auch das natürlich eine Frage der Übung und eine Erweiterung dessen, was ich hier vorher gezeigt habe.
So, jetzt werden wir mal eine Luftlandeübung machen mit ein paar Truppen, die wir absetzen, ohne dass der Feind uns dabei großartig in die Quere kommt. Das heißt, wir fliegen nicht allzu hoch, wir fliegen relativ schnell. Wir sollten allerdings nicht über 200 haben im Zielbereich und wir sollten da auch mit den Strommasten und so natürlich mal ein bisschen aufpassen, dass wir auch da nicht zu niedrig sind. Das muss man natürlich so ein bisschen steuern hier. Man muss dann aber ganz zum Schluss muss man drei Zahlen im Auge haben. Also einmal natürlich die absolute Reisegeschwindigkeit und vor allen Dingen dann die Höhe und die Entfernung zum Zielpunkt. Das heißt, wir sind jetzt ein bisschen zu hoch, aber das ist ja kein Problem. Wir haben 200, das ist okay, das können wir so halten. Der Zielpunkt liegt nicht in der Ebene hier, sondern oben auf dem Berg, das werdet ihr gleich sehen. Deswegen gebe ich jetzt auch noch ein bisschen Gas, um jetzt hier, sagen wir, ungefähr in 300 Meter Entfernung zu dem Punkt. Mal schauen, so jetzt machen wir unseren Looping. Und wenn er Fahrt aufgenommen hat, sofort das X drücken. Und dann können wir runter und die Truppen absetzen. Also mal direkt mal gucken, dass wir da hier nicht allzu schräg landen. So, und go, 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 go. Und wieder abheben. Nicht vergessen, direkt wieder weg. Denn die Truppen sollen am Boden sein und der Helikopter soll natürlich nicht gefährdet werden durch feindliche Einheiten. Okay, in dem Sinne sind wir also hier bestens bedient. Ich denke, so ein Video hat ein Like verdient und abonniert den Kanal. Es wird noch sehr, sehr viel mehr zu diesen Dingen geben und natürlich auch zu Minecraft und auch zu anderen Themen. Vielleicht auch zu anderen Spielen, das muss man sich mal ein bisschen auf mich zukommen lassen. Auf jeden Fall finde ich das hier also technisch sehr interessant und werde dazu noch sicherlich das ein oder andere an Tutorial machen. Gut, wir sehen uns also in den Tutorials oder in irgendwelchen anderen Dingen, Videos, die wir da haben. Boah, mal gucken, ob wir hier unten auf der Dingens landen können. Ah, das werde ich natürlich jetzt immer filmen. Ich wünsche euch viel Spaß. Insofern, ne? Also, cut. Bis dann. Ciao.